Metal Leute, Servus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es ist großartig. Ähm. Ne, ich cut jetzt nicht. Äh, willkommen zum neuen Unboxing. Ja, es ist mal wieder soweit. Ähm. Schon länger jetzt nicht mehr. Das letzte war ja bei deinen das ging ja wieder mega durch die Decke. Also ich weiß nicht, mal ganz kurz Retock das einzige, was auf meinem Kanal noch erfolgreich ist, sind einfach Unboxings. Ich weiß nicht warum, aber die meisten Unboxings sind äh, ja gut geklickt und dieses wird denke ich eines davon sein, denn wir packen heute ja etwas aus, wir haben ein Paket von Amazon, weil es jetzt schon im Titel, aber ja. Ich weiß ja behindert hier gerade, aber let's go, wir fangen einfach direkt an. Reißen das hier auf. Es ist heute direkt mit Amazon Prime gekommen. Es gibt auch die Tage noch ein Unboxing. Aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Wir sehen hier schon etwas, was zusammengedingst ist. Oha, sieht die Verpackung geil aus. Es ist Tiny Tina's Wonderlands. Was wir uns heute anschauen. Für die PS5 die Next Level Steelbook Amazon Edition. Exklusiv wohlgemerkt. Ähm ja, ich bin großer Borderlands Fan, ich bin ein riesen Borderlands Fan und es war natürlich von Anfang an klar, dass ich dieses Spiel vorbestellen. Ähm und ja, packen wir es heute jetzt gemeinsam aus. Und ja, ich zeige euch ein bisschen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und ja, also wir sind ja direkt hier die Next Level Edition, also es gibt ja ein paar Editions, es gibt die normale, es gibt die Next Level, es gibt die Chaotic Great Edition und die Collectors Edition. So, die Standard hat einen lila Hintergrund. Die Next Level hier in Gold. Das ist auch das Beste, wie ich finde. Und sieht mega lit aus. Wie, wie sieht man das hier, den Hintergrund. Hier die, ähm... Ja, die Schei... Äh, ja, ne? ja, ihr wisst schon, Digga. <laughs> Scheiß drauf, Digga. Ähm Und die Chaotic Great, also die mit Season Pass, die ähm, ist lila. Ja. Was bei der Next Level Edition anders ist, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <laughs> Sollen wir sehen. Aber bei der PS5 gibt es nur die Next Level Edition. Deswegen, ja, klar, habe ich Next Level Edition. So. Tatsächlich das erste Borderlands-Spiel, was ab 16 ist. Es ist richtig krass, tatsächlich. Hätte ähm, ich niemals für möglich gehalten, dass man Borderlands ab 16 ist. Aber ich meine, es ist ja Wonderlands. Es ist ja eher ein Spin-Off, was auf den Borderlands 2 DLC von Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung basiert. Das gibt es ja inzwischen auch als einzelnes Spiel, gecuttet war auch kostenlos bei PS Plus, also ja spiele ich auch gerade aktuell auf Platin, weswegen ich das jetzt nicht direkt spielen werde, sondern heute nur auspack. Und ja, es ist schön. Hier direkt ähm, interessanterweise zusammen äh, so geführt, eingeschweißt mit der Steelbook. Finde ich interessant, sollte man eigentlich öfter machen, weil das ist gar nicht mal so dumm. Ja, hier ist die Steelbook schon mal, sehen wir von einer Seite. Die tanitina Steelbook, ihr kennt mich, ich brauche eine Steelbook, ich brauche das einfach. Und ich würde sagen, wir gar nicht lang rum. Es ist natürlich wie immer ein bisschen doof mit einer Hand, aber. Ja, wir kriegen das schon hin. Wie immer. Ja, jetzt, wir können es auch gar nicht so mit Original Siegel aus. Ah doch, das ist. Das, ähm ah, das ist einmal eingepackt, dann ist es nochmal hier mit so einem Band. Kriege ich das mit einer Hand ab? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich kann ja einfach hier rausschieben. Genau. Und also einmal hier mit so einem ähm, Scheiß. Und dann nochmal hier eingeschweißtes Hauptgame. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Steelbook an. Ah, das sieht mega cool aus, tatsächlich. Mit den ganzen Sachen am Rand. Wonderlands. Schönes Steelbook, fühlt sich gut an. Aber ich glaube, das ist eine Steelbook, die schnell Kratzer bekommt. Ich glaube, hier ist auch schon ein Kratzer. Na, egal. Und hier hinten haben wir noch Tiny Tina. Da ist so ein bisschen, das sieht man hier ein bisschen so hervorgehoben. Ja, ja, schon lit. Geil. Richtig geil, wir gucken mal rein. Die Disc wird wahrscheinlich nicht drin sein, nein. Oh. Hey, hier drin ist nochmal so, also das ist die Eingravierung. Oh, Steelbook.com natürlich. Ja, geil, mega geil. Hier nochmal in so. Sehr cool, sehr cool. Gut, gucken wir uns mal die Verpackung an mit meinem 2K Logo by the way. Oh shit. Willkommen in den Wonderlands, in der chaotischen Fantasy-Welt der unberechenbaren Tiny Tina, wo Kugeln auf Magie und Schwerter prallen. Ein chaotisches Abenteuer voller Witz, Wundern, Wahnsinnswaffen. Ja, ich hoffe bei Gott, dieses Spiel ist witziger als ähm, Teil 3. Nichts gegen Borderlands 3. Borderlands 3 war ein tolles Spiel, aber es war eigentlich total unlustig teilweise. Also, die Story hat sehr stark nachgelassen. Ich hoffe, hier wird ordentlich wieder nachgeholt. Hier, ähm, Geballer, Gemetzel, Zauber und Beute. Eine chaotische Fantasy-Welt. Gemeinsam gegen das Böse. Next Level Edition enthält Spiel, Dragonlord-Pack, Bonusinhalte. Ja, schnell gibt's auch so eine, äh, goldene Rüstung und so. Nettes Gimmick. Richtig geil, eigentlich mal so eine PlayStation 5-Verpackung hinten, die komplett schwarz ist, weil meistens ja noch so ein bisschen weiß oder so, glaube ich. Sehr geil. Machen das Originalsiegel fachgerecht auf. Ich liebe dieses PlayStation Originalsiegel, wenn es noch versiegelt ist. Es ist richtig geil. Aber es ist immer so ein bisschen doof, das mit einer Hand zu öffnen. Aber oh, ich hab's gleich. Jetzt habe ich's. Ja, ne, ist nicht, oder doch. Soweit ist es sogar hier. Boah! Mach ich bei jedem Unboxing, es muss sein. Boah, es ist das geil immer erst die untere Seite. Ich kann man das auch so aufschieben, aber ich, ja, in deiner Hand ist es halt so. Und auch Hier oben. Oh, Tiny Team. Den Code zeige ich, kann ich ja eh zeigen. Notfalls, ja, da ist auch schon direkt der Code. Ich löse den eh jetzt direkt ein. Bis 2027. Juch! Digga. da bin ich Rentner. Goldene Rüstung Paket. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes wieder, aber. Nettes Gimmick. Was? Hey Schicksalsbringerin, willkommen in den Wonderlands. Es ist kein Geheimnis, dass wir bei Gearbox Spiele lieben, nicht nur weil sie uns Freude bringen, sondern auch dir. Diese Freude ist es, die uns antreibt, weiter Spiele zu entwickeln, die dir viel Spaß garantieren. Tiny Tinas Wonderlands ist da keine Ausnahme. Das Spiel entstand zum Großteil während der Pandemie im Homeoffice, wo uns nochmal vor Augen geführt wurde, wie wichtig es ist, Zeit mit Freunden und geliebten Menschen zu verbringen. Und was für eine große Rolle Entertainment für das Wohlbefinden spielt. Wohlbefindet spielt, okay. Wir hoffen, dass die Wonderlands all das und mehr bieten kann. Danke. Dass du dieses neue Abenteuer mit uns antrittst. Liebe Grüße, das Team. Ey, mega cool. Also wo habt ihr schon mal ein Spiel gekauft, wo so eine nette Nachricht von den Entwicklern drin ist? Klar, kein Handbuch oder so, aber finde ich schon süß. Finde ich schon richtig süß. Vor allem auch mit dem Zeitdokument jetzt Pandemie. Stell dir vor, du kaufst das Spiel in 10, 15 Jahren. Da steht einfach das drin. Denkst du, ach Corona, das gibt's immer noch. Dragonlord Paket. Ja, das ist das Teil der Next Level Edition. Das ist Teil, wenn man vorbestellt hat. Das Dragonlord-Paket, Drachenlord-Paket, einfach <laughs> geil. Okay, ja nichts Besonderes, wie gesagt die Verpackung. Ähm, die Codes löse ich jetzt nicht live in der Aufnahme ein. Ich schiebe nur diskrein rein, denn wir wollen wissen, wie groß ist das Spiel. Auf der Rückseite steht mindestens 30 Gigabyte. So sieht die CD aus. Die war nicht mal richtig drin mehr. Lol, in dem Land ist es 18 Plus. Und der Sniper. Wir gehen jetzt direkt. Zur Konsole in einem Cut, aber ich halte ein bisschen Dings davor <laughs> und schiebe den die Disc rein. Bei der PS5 muss man ja die Disk immer so schmul reinschieben. So, hier meinen neuen roten Controller mal kurz anmachen. Flex an der Stelle und direkt. Ah, fuck, jetzt sieht man, wie verranzt mein Bildschirm ist. Scheiße. Ich habe die falsch rum rein, die Disk. Ah, <laughs> oh, Moment. Ja, das ist halt. Ich, ich verstehe nicht, warum das PS5-Laufwerk falsch rum eingebaut wurde. Was? Deine Gespürkonto auf. Okay, warum auch immer? Ich habe das Spiel schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. <laughs> Geil. Mal kurz angucken, live in der Auf. Ey Gott, mein Bildschirm ist so dreckig. Okay. Tiny Teenage Wonderland, Wonderlands, da ist es. Er ja, kann es auch mal fokussieren. Naja, keine gute Quali. Egal. Ja, wir teilen dich das Wonderland. Das kommt direkt dann auf meine neue SSD natürlich. Ach Gott, es ist ja jetzt neu äh, der Download, ich muss erstmal kurz gucken. Okay. Okay, der Patch, der One Patch ist nur 640 MB groß, das ist sehr nett. Ähm, wir gucken mal, der berechnet noch. Also das Hauptgame ist 30 GB groß, das ist echt absolut okay. Also kein, nicht großartig groß. Ich glaube, Borderlands 3 ist größer. Und 640 MB Day One Patch. Ja, stabil. Also überhaupt nichts äh, Schlimmes oder so. Wir gucken mal kurz zum Vergleich. Ja, wenn. Ich wollte es eigentlich nicht rein. Ach. So. Ja, ist 77 Gigabyte groß, so zum Vergleich. Klar, da fehlen noch die ganzen DLCs. Das Spiel kriegt ja auch vier DLCs, wie immer. Dann dauert es zum Kopieren Zwölf Minuten. Ach ja, das geht ja. Besteht ein episches Abenteuer voller schrulliger Gestalten. Ja, ich hab Bock auf das Game. Ich hab einfach mega Bock. Und ja, das war's auch schon mit dem Unboxing. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ganz nett. Ich freue mich auf das Spiel. Es wird mega geil. Und vielleicht streame ich das auch gelegentlich, aber zuerst spiele ich das auf Platin. Es dauert noch ein bisschen, da werde ich jetzt weitermachen. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Ghostwire Tokyo beim Unboxing äh, demnächst. Ne? Haut rein, Metal on.